Unser Trip hat endlich begonnen. Wir sind in Windhoek angekommen. Am Flughafen holen wir unser Auto für die kommenden 3 Wochen ab. Kaum zu glauben, dass es jetzt wirklich losgeht. Wir fahren vom Flughafen ins Zentrum der Stadt Windhoek, wo wir auch die erste Nacht bleiben, bevor es in die Wildnis geht. Am nächsten Morgen geht es los in Richtung Erindi Game Reserve zur ersten Campsite, dem Elephant Camp. Dort machen wir einen Ausflug nach Sun Village, in dem uns Einheimische zeigen, wie sie auf ursprüngliche Art und Weise leben. Nach unseren ersten beiden Nächten fahren wir weiter zum Waterberg Plateau und machen es uns für eine Nacht im Dachzelt gemütlich. Einen Tag später liegt eine 4-stündige Autofahrt zum nächsten Stop vor uns, der Etosha National Park. Thank you.
Ja, wir sind unterwegs zum Olifantrus Camp im Etosha Park. Und wir hatten eine unglaubliche Nacht im Camp Okakueo und haben das erste Mal Löwen gesehen. Dieses Geräusch, du liegst nachts im Dachzelt und plötzlich hört man einen Löwen brüllen, aber das ist so laut, das ist einfach unbeschreiblich. Generell hier die Tierwelt, du fährst hier entlang, du guckst rechts, links, du siehst Zebras, Strauße, Löwen, Fantis, Rhinos, Giraffen, alles, was man nur aus dem Bilderbuch kennt. Und ja, schaut's euch an. Ma ore te na bunya da, voga di ava.